Ja, hallo mal wieder. Ich habe was zum Auspacken. Wie könnte es anders sein? Und heute ist eine kleine Bestellung gekommen. Ihr erinnert euch vielleicht, der ein oder andere, vor einiger Zeit habe ich euch den PlayStation Move Controller ausgepackt, beziehungsweise das Starter-Set mit der Kamera. Und da ich mir zum Jahresende das Spiel des Jahres gegönnt habe, habe ich mir auch den entsprechenden Navigation Controller, wie auch immer, dazu bestellt. Und den werde ich euch jetzt mal öffnen, wenn ich das hinkriege hier. Ich habe nämlich schon gesehen, dass dazu wieder eine schöne Blisterverpackung verwendet wurde, für die man fast ein eigenes Tutorial schon machen könnte. Wie gesagt, bevor ich an den Dingern verzweifle, schneide ich sie einfach immer relativ grob auf. Aber das sollte reichen. Wir haben hier, wie auch beim Move Starter Set, Anleitungen in verschiedenen Sprachen. Ich hoffe, ihr könnt was sehen. Es ist heute mal wieder dunkel, beziehungsweise zu hell. Vorhin hat es gespiegelt, jetzt ist es zu dunkel. Aber ich hoffe, das geht. So. Hier haben wir, der ist auch noch ein bisschen eingeklemmt. So. Na, ein bisschen kleiner als der Haupt-Move-Controller. Hier haben wir mal den Größenvergleich. Auch ein Tick schmaler, wenn mich nicht alles täuscht. Na, wo bin ich hier? Hier oben mit dem Analogstick drauf. X- und Kreisknöpfe, das Digitalsteuerkreuz und auch hier der PlayStation Home-Knopf. PlayStation-Knopf heißt da hinten L1 und L2, wie auch am DualShock-Controller. Ja, hier unten USB-Anschluss, genau wie am Haupt-Move-Controller. Zum Aufladen könnt ihr am PC und so weiter machen. Natürlich auch an der PS3 selbst. Da unten die kleine LED für den Betriebs- oder Ladestatus. Ja, davon ging es nicht um den Move-Controller. Deshalb halte ich den nochmal in die Kamera. Wenn das interessiert, bitteschön. Und dazu habe ich mir, wie gesagt, Heavy Rain in der Move-Fassung noch gegönnt, wo mir sogar versprochen wurde, dass das ein Wendecover hat, damit ich nicht andauernd auf das blaue USK-Logo blicken muss. Wurde bestimmt schon 600 Mal ausgeboxt auf YouTube, aber ich mache es euch trotzdem nochmal. Die Heavy Rain Move Edition. Dieses Spiel setzt dramaturgische Zeichen von 4Players. Die Disc. Und wir sehen da hinten schon das Wendecover. Huch, hier. Ohne USK-Logo. Für die Sammler unter euch bestimmt interessant, die sich auch die Schachtel gerne mal ansehen. Hier haben wir das Handbuch. Und hier hinten haben wir die Origami-Figur. Die könnt ihr euch zusammenbauen, wie sie hier vorne drauf abgebildet ist. Das werde ich gegebenenfalls versuchen und euch wissen lassen, wie das ausgeht. Eigentlich ging es um das Produkt heute. Den PlayStation Navigation Controller. Das war es auch schon. Ich werde euch gegebenenfalls irgendwelche Ergebnisse wissen lassen darüber. Ich glaube aber nicht, dass das nötig ist, denn darüber ist das Netz wohl voll. Also macht's gut und bis zum nächsten Mal.